Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer weiteren Folge, und zwar zu LS22 Alpinen Landwirtschaft, wieder gemeinsam mit dem Prodax. Moin. Ja, grüezi. Ja, grüezi, ne? Mittwoch, ja, Leute, kurz vorm Jahreswechsel, ne? Ja, definitiv. Ja, was gibt es Feines zum Essen zum Jahreswechsel? Bei uns, oder bei mir? Ah, ich glaube Raclette. Raclette ist immer sehr lecker. Oh, sehr gut. Das gibt's immer. Oh nein, der Zug kommt. Ah, Grüße gehen raus an Felix. der ist ja quasi, quasi der, ne, der Schrankenwärter. Ja, dazu, ich würde eher sagen Kollisionstester. Ja, irgendwie schon, ne? So, Schranken gehen wieder hoch, das heißt, wir fahren wieder rüber. Ich liefere jetzt noch das Stroh ab, der Prodi bereitet schon mal alles vor. Ich freue mich schon, wenn du mit dem Drehschemel rückwärts ranfährst, an dem Hühnerstall gleich, denn wir werden uns gleich Hühner kaufen und werden die versorgen. 12.000 Liter drin. Ja. Soll ich ihn komplett auffüllen? Ich würde sagen, wollen wir den Hühnerschlag komplett voll machen, weil die Hühner sind jetzt nicht so teuer. Weil kann man relativ ziemlich gut voll machen. Würde ich sagen, ne? Dann haben wir das halt auch fertig und sind dann soweit ready. Ich fahre jetzt gleich nochmal ran, dann gebe ich den Ladewagen wieder zurück, weil den müssen wir ja nicht komplett mieten. Aber ich finde an den Hängen, ne? Also wenn die hier fast voll sind, die Fahrzeuge, ne? Die brauchen schon ordentlich Power, ne? Damit sie hier die Bergpassagen hochkommen. Eben, und da war jetzt meine Überlegung vorher, wir haben ja darüber gesprochen, 200 PS sollte für die Map reichen. Wenn du jetzt mal nachher Mähwerk zum Beispiel für die Wiese drauf hast, ja, und die ein bisschen steiler ist, ich denke, dass du mit 200 PS relativ husten gehst da hoch. Ja gut, wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit, also ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall ein Schneckenrennen werden. Warte, ich mach mal hier. Ja, eins wird sicher nicht passieren. Das heißt, du wirst definitiv nicht irgendwo in ein Radar reindonnern. Nee, dass wir geblitzt werden. Gut, ist ja ohnehin nicht möglich, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. So, was haben wir jetzt hier an Stroh gesammelt? Also Gerste haben wir noch 26k drin, knapp. Und 172.000 Liter Stroh. Ich gebe mal kurz den Ladewagen zurück. Ich habe jetzt noch komplett Gerste aufgefüllt, das heißt 18.500 Liter habe ich jetzt im Wagen. Ich gebe auch mal den zweiten, wir haben ja die Wasserfässer komplett gemietet, ne? Die behalten wir erstmal, ne? Ja. Die kann man behalten, sie sind auch relativ günstig, das heißt, neu mieten wäre eigentlich im Endeffekt teurer gewesen, als jetzt eigentlich sie zu behalten. Ja, stimmt. Ah, ist den Pöttinger schon abgestellt, den Robos. Den habe ich mal hier unter das Untersternstand reingestellt. Vielleicht kann man den später immer noch irgendwo anders schon platzieren. Ja, klar. So, da kommt der Poli. Warte, ich gehe mal ins Tiermenü und kaufe mal eben kurz. Zack, warte. Mach das ganz ruhig. So. So. Ne, wichtig ist ein Hahn, Leute. Ne? Braucht ihr eigentlich nicht, aber es ist halt der Mythos. Ne? Man braucht keinen Hahn unbedingt, aber ja. So, wichtig ist vielleicht bei den Hühnern, ne, dass ihr halt nicht die für 5 Euro kauft, weil die sind noch nicht, quasi geschlechtsreif. Das heißt, nur geschlechtsreife beispielsweise Hühner produzieren auch Eier. Das heißt, ihr müsst die Hühner 50 kaufen. Wollen wir direkt voll machen, das Ding? Oder wollen wir bis... Wie viel? 380 Hühner gehen rein? 360. 360. Wollen wir wirklich so viel oder gehen wir... Sag mal, wie wäre, wenn man 250 nimmt? 250, okay. 60. 120 brauchen wir dann noch. Warte mal, wie haben wir jetzt? Da wäre nachher 180 danach. Ja. Yep. 240. So, warte. Ah, er setzt die Auswahl immer wieder zurück, ne? Oder? Wenn ich das jetzt hier auswählen. 60. 181. Da würde ich sagen, nochmal 60 und dann haben wir es, ja, ne? Da haben wir 2440 plus den Gockel. Ja, also 241 haben wir jetzt. Das heißt, du kannst jetzt abkippen, wenn du willst. Das müsste eigentlich passen. Die Hühner, da sind sie. Die sind auch lauter geworden. Also allgemein, die Sounds sind sehr laut geworden bei den Tieren. Finde ich zumindest. Ja, ja, es ist allgemein alles laut geworden. Nicht nur die Tier-Sounds, sondern auch die Traktoren-Sounds. Ja, ja. Finde ich aber auch gut auch. Die waren halt ein bisschen zu leise. Also ich fahre jetzt extra vorbei, damit du siehst, wie man eigentlich mit Drehschemel das Ganze hier macht und beziehungsweise rangiert, damit das auch passt. So, die nächsten 20 Minuten, Leute, werde ich eine Timelapse einspielen. ja, Prodi kann das. Ja. So. Passt. Das hat schon besser ausgeschaut, aber ja? Guck mal, man darf abkippen. Man darf abkippen, das ist schon mal sehr gut.
Es kommt bei Dings, beim Drehschema kommt es einfach wirklich darauf an, dass man nicht allzu schnell unterwegs ist und nicht allzu hastige Lenkbewegungen. Ja, das stimmt, ja. Und klar, 9500 Liter bleiben noch übrig. Das heißt, jetzt müsste bei den Hühnern eigentlich Futter voll sein. Ja, 9000 ist das maximale Fülllimit. Also mehr können wir auf jeden Fall nicht einladen. Da kannst du jetzt nochmal drehen und quasi den ganzen Spaß da reinpacken. Also die ersten Hühner sind versorgt. Bei den Gewächshäusern haben wir auch schon alles versorgt. Da sind wir auch schon ready. Das Tolle finde ich ja hier an den Hühnerstellen, ne, von Hörmann, dass die ja auf jeden Fall auch multifunktional sind. Ne? Das ist halt richtig schön gemacht. Und Prodi kann das, ne? Guck mal. Leute, wenn ihr es auch könnt, schreibt es gerne in die Kommentare mit dem Drehschemel. Jetzt im Moment funktioniert das relativ ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Nächstes Mal wird es sehr wahrscheinlich eine Übungssache wieder sein. Ja, ja. Ohne dass es funktioniert. Ja, das passt schon. Da kannst du den Rest erstmal wieder abliefern. Wir haben natürlich auch noch weitere Sachen hier am Hof. Wir haben die Trauben, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir es erst im nächsten Jahr machen. Weil die müssen wir erstmal zurückschneiden, ihr seht das. Wir haben hier bei den Trauben quasi hier diese goldbraunen Blätter schon und ein paar grüne nur. Das lohnt sich nicht, da jetzt nochmal was zu machen. Ansonsten haben wir ja noch Schafställe oben. Ne? Ja. Das hätten wir noch. Wir haben Schweinestall und einen Kuhstall. Ne? Wobei ich bin mal gespannt, ob die Schweine hier wirklich nicht runterkullern. Sollten sie eigentlich nicht. Sie sollten immer noch auf ihrem Platz bleiben. Ja. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir die Tiere eigentlich nachhinein holen werden, so ja, wie wir halt Futter haben. Im Moment haben wir ja noch kein Futter für alles. Ja. Aus dem Grund müssen die Schweinchen vielleicht noch ein bisschen warten und auch die Kühe noch ein bisschen warten. Ja, stimmt. Ne? Und wir haben ja auch Honig hier. Ne? Wir haben schon Bienchen, ja, ne? Und so weiter. Das heißt, da können wir auf jeden Fall auch noch so einiges machen. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Ich finde die Funktion der Hörmannhallen, du kannst ja gleich nochmal kurz rüberkommen hier, finde ich halt ganz cool, weil du kannst halt diese, ist das eine Sonnenblende, die man hier quasi ein- und ausschalten kann? Ich glaube schon, ne? Also hier bei der Halle. Aber kann ja, jetzt muss ich mal schnell gucken. Kann ja, da fragst du mich jetzt Sachen, wo ich dir nicht beantworten kann. Ja, weil... Ah, das ist hier. Das hier, ne? Ich meine das hier, guck mal. Das ist so eine Art Sonnenblende, genau, oder? Genau, genau. Das heißt, die kann man ja hier einstellen. Ich finde auch allgemein die Hallen von Hörmann finde ich halt sehr, sehr schön. Sind sehr gut gestaltet und sehen auch optisch sehr, sehr cool aus. Ne? Und abends geht ja dann hier das Rotlicht an. Ne? Das heißt, da wird dann Amore, Amore gemacht hier. Ne? Also, es ist eher Wärmelampe, du Amore, Amore. Ich weiß, dass das eine Wärmelampe ist, aber ich wollte es doch mal sagen. Ne? Aber bei allen Tierstellen hast du eine Wärmelampe. Ja, ja. Und das sieht richtig schön aus. Ja, das ist richtig gut. Machen wir dazu hier die Bude. Und dann sind die Hühner auf dem Hof herumlaufen. Ja, laufen die immer noch auf dem Hof herum? Nein. Nicht mehr, das haben sie gefixt jetzt. Auch die Schweine rennen nicht mehr rum, ne? Genau, so wild. Genau. Schade eigentlich, ich fand das sehr lustig. Also es war schon witzig. Wenn das Einzige, was man vielleicht eben machen hätte können, dass man so den Weg quasi ihnen ebnet, wo sie denn laufen sollten und nicht irgendwie durch die Wand laufen. Oder? Ja gut, das stimmt. Beim Zaun kannst du nicht irgendwie jedes Mal machen, dass der Zaun aufgeht und zugeht. Zaun würde jetzt weniger störender sein, ja, wenn sie da durchlaufen. Aber eben, beim Gebäude hätte man eigentlich so machen können, dass ich halt einen Weg bekomme, wie quasi KI-Verkehr, und dann laufen sie einfach ihre Runden dort rundherum. Ja, das stimmt, ne? Das wäre noch lustig gewesen. So, warte mal, lass uns mal gucken in den Crop-Kalender. Ich guck mal kurz rein. Also Aussaat können wir jetzt eigentlich nichts machen. Die Frage ist jetzt, also ich würde sagen, dass wir natürlich das Feld erstmal mulchen. Ne? Das heißt, wir brauchen einen Mulcher. Das wäre der nächste Schritt. Und das Einzige, was wir dann aussehen könnten im August, wäre Raps. Und ab September können wir dann Weizen und Gerste aussehen. Was wir auch machen könnten, Prodi, wäre, dass wir das eine Feld, was wir jetzt hier haben, ne, wir haben ja Feld 12, das ist ja das kleinere Feld, um eine Düngerstufe zu bekommen, dass wir vielleicht Ölrettich über den Winter aussehen und das dann untergrubbern. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Das wäre eine ganz gute Option mit der Zwischenfrucht. Ich würde sagen mit der Zwischenfrucht, weil es bringt ja eine zusätzliche Düngestufe, ne? Ohne dass wir jetzt schon das Feld dann düngen müssten. Ne? Genau. Ja, das fände ich ganz gut. Ne? Das heißt, wir würden das Feld, es gibt ja auch neue Anzeigen jetzt bei dem Feld, wir würden das einmal mulchen, dann würden wir es einmal grubbern. Ja, da müssen wir uns natürlich noch zwei neue Geräte kaufen. Und dann würden wir ölrettich aussehen. Ja, dann sind wir damit fertig. Dann können wir dann auf das andere Feld wechseln, dass wir das auch noch runterholen.
Das würde dann auch noch passen, ne? Ja, das wäre auch eine Option. Ölrettig wäre definitiv eine ganz gute Option, weil eigentlich hast du nachher, außer dass du deine Fahrzeuge benutzen tust, keine weiteren Kosten. Nee, hast du nicht, ne? Das heißt, du brauchst kein Gerät kaufen, das heißt, wir brauchen erstmal keinen Düngerstreuer. Wir haben, by the way, auch noch die Modliste aktualisiert. Wir haben noch als Dünger- und Kalkstreuer den Amazone ZGB mit reingepackt, weil der halt beides kann und wir fanden halt, dass der halt optisch auch gut zu der Map passt. Ne? Ist natürlich auch schon in der Liste drin. Ne? Das wäre halt das. Die Frage ist jetzt halt, einen Mulcher, den brauchen wir ja häufiger. Wollen wir uns den direkt kaufen oder wollen wir uns den erstmal mieten? Jetzt kommt darauf an, wie die Preise sind. Ob sich der Kauf wirklich... Warte mal, was gibt es gebraucht? Also, haben wir keinen? Nee, gebraucht ist einmal der Speed Triller und der 7R. Da hat sich nichts geändert bisher. Also, das heißt, wir könnten maximum von der Kraft, mindestens ich, wäre Maximum der 2,2 Meter. Mehr als 2,2 Meter verträgt mein Lindner nicht. Du hast doch 130 PS, oder? Ja, 136. Das heißt, die 130 PS würde ihn reichen für meinen Traktor. Doch, oder? Du kannst doch den Knochen ziehen hier, den Speedmax 560 mit 5,6 Meter für 130. Okay, das würde auch noch gehen. Das heißt, den also, können wir uns holen. Der ist auch 21.000 und Miete wäre... Ja, warte mal gucken. 1.071. Da wäre Miete eigentlich relativ günstiger als kaufen, weil die 21.000 brauchst du erstmal, mietest du zeitlang, bis du das hast. Stimmt. Also den könnten wir uns erstmal mieten. Das wäre eine Option. Lass uns mal gucken, was haben wir denn noch? Den Maxi-Cut könntest du nicht ziehen, ne? Den Mulcher. Der von Dalbo. Nein, der ist schon 150. Gut, es würde vielleicht gehen, aber wirklich mit ganz kleiner Geschwindigkeit. Ja, also ich würde dann eher zu den Knochen tendieren. Okay, lass uns mal gucken. Aber die 0,2 Meter machen sie jetzt wirklich nicht. Nein, machen sie nicht. Wobei die Dalbo-Mulcher, die sehen halt sehr, sehr cool aus. Ne? Ja. Das sind halt echt, echt coole Sachen. Und das ist eine dänische Firma, glaube ich, die das herstellt. Knoche, weiß ich jetzt nicht, aus welchem Land die kommen. Aber der würde halt auch erstmal ausreichen. 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, 5,6 Meter ist auf jeden Fall okay. Genau. Bei den Grubbern würde ich sagen, dass du vielleicht eher mulchst und ich eher grubbere, weil ich halt mehr PS habe. Beim Grubber braucht halt auch ordentlich Power, glaube ich. Mhm. Und wir brauchen aber kein Kalken und auch kein Pflügen auf den Feldern, ne? Nee, brauchen wir nicht. Im Moment sehr wahrscheinlich eher noch nicht, nein. Nee. Da müssen wir das nicht machen. Im Moment hier noch nicht. Das heißt, wenn man jetzt mal die Reihenfolge anguckt, Moment jetzt schnell. Wir hätten, nachdem dass es gemulcht würde, mal gucken jetzt schnell, unser Feld, wo ist das? Feld 12. Flügen müssen wir im Moment auch noch nicht. Ja. Nee, also wir bräuchten einen Grubber. Warte mal, Grubber. Wo waren die denn? Ach, da unten ist Grubber. Also ich könnte den 5 Meter Lemken Smaragd nehmen. Ne? Das würde dann auch passen. Das heißt, du müllst dann erst die Bahn. Und dann ist es so, ja, das könnten wir nehmen. Ja, den Lemken Smaragd. Der kostet jetzt 24.500. Der kostet zur Miete... auch 1200, den können wir uns auch erstmal mieten, ne? Ich würde dir auch sagen, weil vor allem, wenn du guckst, du hast ja Arbeitstag, Miete pro Arbeitstag ist 245 Euro. Ist ja nix. Oder? Und dann noch die Arbeitsstunde. Ist 514 ja. Bekommen würde, das heißt, er würde aber nachher relativ lang herumstehen und nicht gearbeitet werden. Das heißt, wahrscheinlich, wenn ich jetzt das richtig interpretiere, die restlichen Tage sollte dann gar 0, nichts kosten. Aber auch wenn es nur die 245 kostet. Ja, ist immer noch günstiger, als wenn es kaufen. Ist immer noch viel günstiger, als quasi das Ganze zu kaufen. Ja, vor allem, wir brauchen die Sachen ja auch wieder für Feld 23 dann später. Ne? Das heißt, das wäre, denke ich mal, dann auch eine gute Sache, um das dann auch für das zweite Feld zu nutzen, weil danach gehen wir ja eigentlich glaube ich, zum Grünschnitt über, ne? Wenn wir dann mit den beiden Feldern fertig sind komplett. Oder machen vielleicht noch ein paar Aufträge zwischendurch. Wir haben ja auch noch ein paar Düngeraufträge, die könnte man irgendwann noch machen. Düngerstreuer sollten und Kalkstreuer sollten wir uns auf jeden Fall immer kaufen, weil wir den halt dann auch für Aufträge nutzen können. Ne? Weil der wird ja relativ oft benutzt, oder? Ja.
und Miete mit allem drum, da kommt dann eventuell zu teuer, oder? Das heißt, man muss sich allgemein nachher mal die Bodenbearbeitung ein bisschen halt in Auge behalten, was man alles machen wird müssen. Das heißt, man wird sicher eine Walze brauchen in der Zukunft. Ja. Eine Saatmaschine wird man brauchen, sicher. Ja. Klar, wenn den Pflügen anfällt, wird man auch pflügen müssen. Ja. Weil halt die ganze Bodenbearbeitung, die bringt denn schon einiges einen definitiv oder fordert vor einem eines ab. Ja, vor allem, du hast ja auch den zusätzlichen Ertrag. Warte mal. Genau. Miet du mal den Knoche, ich miete mal den Grubber schon mal. Dann haben wir soweit schon mal alles ready. Also. So, den Smaragd mieten. Und ihr müsst auch unterscheiden, Leute, ne? Also ihr müsst Grubbern und Flachgrubber unterscheiden. Ne? Es gibt Flachgrubber, die machen halt nur eine Oberflächenbearbeitung. Und ja, es gibt halt diesen Grubber, der halt tiefgründiger reingeht. Ne? Das ist halt und auch wenn wichtig. Ich jetzt hier einspringe mit dem Flachgrubber, machst du, wenn du das vor der Einsaat machst, machst du das Saatbett damit. Ja, ja, Saatbett, genau, richtig. Und das ist halt ein anderer Schritt, ne? Deswegen, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, welche Geräte ihr nehmt. Schaut auch gerne bei der Farming Simulator Academy vorbei, Tutorials auf der Farming Simulator Seite. Da bekommt ihr halt auch immer Infos. So, ich gehe mal auf Mieten. Zack, so, gemietet haben wir das Teil. So, oh, jetzt brauche ich noch aber Gewicht dazu. Du hast doch kein Gewicht genommen? Nee, nimm dir eins. Also ich finde die T-Winkel-Gewichte finde ich halt sehr, sehr schön. Sieht richtig schön aus. Richtig klasse, die Dinger. Eine Tonne. Ja, wow. Ich habe jetzt auch eine Tonne vorne drauf, also. Ob das mein armer Lindner schaffen wird? Weiß ich nicht, der bricht wahrscheinlich zusammen, ne? Das wird, wenn eine Tonne vorne drauf hängst, ich glaube, dass ich nachher mit den hinteren Rädern in der Luft bin. Ja, das könnte auf jeden Fall passieren. So Leute, ich würde sagen, das soll es für heute wieder gewesen sein mit einer Folge. Wir haben die Hühner versorgt. In der nächsten Folge geht es dann los mit der Bodenbearbeitung. Ne? Wie immer, gerne ein Däumchen da lassen, schreibt noch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin, Leute. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann, das war's. Ciao, bye, bye.